Hallo ihr Lieben, bitte entschuldigt die schlechte Bildqualität, ich krieg's gerade nicht besser hin. Dieses Video handelt von Thukydides. Es scheint mir ein guter Moment zu sein, mal über Thukydides mal wieder zu reden. Wer es nicht weiß, Thukydides ist einer der ersten Geschichtsschreiber in der abendländischen Kulturgeschichte, wenn man es so nennen will. Beteiligt aktiv am Peloponnesischen Krieg, eben bekannt auch für ein Werk gleichen Namens, Der Peloponnesische Krieg. Wer das nicht weiß, der Peloponnesische Krieg war ein wirklich wichtiger europäischer Krieg, wahrscheinlich der wichtigste überhaupt, so zumindest aus meiner Sicht. 27 Jahre dauert er, hat also die alte antike Poliswelt wild durcheinander gewirbelt und hatte vor allem für die Demokratie sehr weitreichende Folgen, bis auf den heutigen Tag. Das wissen nicht ganz so viele Menschen, wie wichtig das war. Und es ist auch so, dass das Buch von Thukydides selber sozusagen eigentlich das erste politiktheoretische Werk der abendländischen Geistesgeschichte ist. Und das hat eine Wucht, die, wie soll man sagen, über Jahrhunderte, Jahrtausende, ich würde auch wirklich behaupten, bis auf den heutigen Tag, wirklich die Weltgeschichte prägt. Ist eine große, steile These, aber es gibt wirklich Anhaltspunkte dafür, dass da was dran ist. Und deswegen, also wenn ihr könnt, es ist als kleiner Reklamband erschienen, es lohnt sich, sich das nochmal anzuschauen, was ist da genau passiert im Peloponnesischen Krieg. Und man muss auch dazu sagen, also der Thukydides ist kein Geschichtsschreiber im heutigen Sinn eines Historikers. Er gibt nämlich eigentlich verkappt zwischen den Zeilen eine politische Theorie wieder. Also das eigentlich ist das ein polittheoretisches Werk im Gewand einer Geschichtsschreibung. Also er hat eigentlich eine Analyse der Situation und auch eine ganz bestimmte Deutung der Situation, was da passiert ist, vor über 2000 Jahren. Ich sage es immer falsch, deswegen sage ich jetzt lieber nichts. Ich müsste nachschauen, damit ich hier keinen Unsinn erzähle. Also lang, lang ist es her, sagen wir mal. Also 27 Jahre Krieg, grausamst zwischen den Menschen und hat also die Griechen so durcheinander gewirbelt, auch ihr Selbstverständnis so verändert, dass man sich also das gar nicht drastischer vorstellen kann. Es war also ein Zivilisationsbruch, der ja vielleicht nicht seinesgleichen sucht, aber der halt Dimensionen hat, die an das rankommen, was wir mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Das sind auch wieder große Worte, auch das kann man in Zweifel ziehen, aber sag ich mal, aus der subjektiven Warte, wie stark das die Welt erschüttert hat, die damalige Welt, die kleine Griechenwelt. Das kommt schon ran. Also das kann man, glaube ich, sagen. Also von dem, was vorher war, was nachher war und was das vor allem für das Selbstverständnis der Menschen bedeutet hat. Warum habe ich ein Bedürfnis, jetzt gerade über Thukydides zu reden? Es geht mir um einen ganz bestimmten Punkt. In dem Werk Der Peloponnesische Krieg gibt es die berühmte Perikles-Rede. Ich hoffe, auch das gebe ich wieder, mal meine altgriechischen Kenntnisse verfallen immer mehr. Ich glaube, es heißt der Epitaphios, also die Gefallenenrede. Und dort gibt Thukydides ein, man könnte sagen, idealisierendes Bild der antiken Demokratie wieder. Es ist relativ sicher, so zumindest meine Einschätzung, dass das nicht die Demokratie ist, wie sie war, sondern es ist ein ganz wieder ein bestimmtes Bild, was da gezeichnet wird. Und in diesem Bild gibt es also mehrere Momente, die eben auch Teil von Thukydides Analyse sind und die sagen also eigentlich Folgendes: In der griechischen Demokratie ging es so lange gut, solange Perikles da war. Und zwar wird Perikles folgende Funktion analytisch zugeschrieben von Thukydides, nämlich, dass er in der Lage war, sozusagen die richtigen Tasten rhetorisch zu drücken bei seinen Mitbürgern, wie es dran war. Und also man kann das auf die Formel bringen, wenn es darum ging, sie zu beruhigen, wenn es also sozusagen zu ruhig wurde, konnte er sie aufputschen mit den Mitteln der rhetorischen Rede. Und wenn sie also zu aufgewühlt waren oder zu niedergeschlagen waren, konnte er sie runterholen. Also sozusagen, er konnte sie beruhigen, wo es dran war, und er konnte sie motivieren, wo es nötig war. Und das war also die Gabe des Rhetors, die Gabe des Redners. Und dann ist aber eben Folgendes passiert. Ich glaube, wenn ich es noch richtig erinnere, im ersten Kriegsjahr gab es eine große Seuche im Zuge dieses Kriegs. Man verspricht verkürzend von der Pest. Die heutigen Forscher sagen, wahrscheinlich war es was anderes, also eine namenlose Krankheit, von der wir heute nicht mehr wissen, welche es genau war. Aber oft wurde es früher mit der Pest übersetzt. Und Thukydides ist zu Tode gekommen im Zuge dieser Seuche. Also er ist an dieser Seuche gestorben. Und das ist Teil von Thukydides Analyse, warum dann dieser Krieg diesen Verlauf genommen hat.
der also gar nicht hätte sein müssen aus seiner Sicht, und warum dann auch die athenische Demokratie diesen Peloponnesischen Krieg am Ende verloren hat. Mit wirklich drastischen Folgen, nicht nur für Athen, sondern wirklich, man kann man so sagen, für die Weltgeschichte, weil wir uns danach 2200 Jahre lang nicht mehr ernsthaft an die Demokratie rangetraut haben als Menschheit. Also es hat sozusagen 2200 Jahre gedauert, bis sich wir uns so weit von diesem Ereignis erholt haben, dass wir jemals wieder angefangen haben, darüber nachzudenken, ob wir vielleicht eine Demokratie machen sollten. Weil die prägende Gestalt, die nach dieser Niederlage auftritt, ist tatsächlich Platon. Und Platon macht eben eine, was eben auch ich bin nicht der Erste, dem das auffällt, eine dezidiert antidemokratische Theorie und nennt sie Philosophie. Und das ist sehr prägend geworden. Also über mehrere Zwischenstufen natürlich ist das sehr prägend geworden für das abendländische Selbstverständnis, und es erklärt auch bis auf den heutigen Tag, warum die Demokratie so einen schweren Stand hat in unserer Gesellschaft, sich zu realisieren, weil wir sozusagen, wie soll man sagen, fallen mir keine harmlosen Worte an, ich wollte sagen, verseucht sind, ja, also weil wir geprägt sind von Platonismen, von platonischen Grundannahmen, Grundverständnissen und so weiter. Wichtig mir ist jetzt an der ganzen Sache, dass man sehr deutlich sieht, an dieser Analyse des Thukydides, was da passiert ist, dass er gesehen hat, dass es sozusagen, solange eine Gesellschaft auf einzelne geniale Menschen angewiesen sind, ja, so Elon Musk-Typen, Barack Obama-Typen, also Leute, die in der Regel rhetorisch fit sind, aber das Beste meinen, die mit Menschen umgehen wollen, solange das so ist, das ist jetzt Thukydides Analyse, ist es sozusagen so, dass die menschlichen Gesellschaften dieser Welt verdammt sind, immer wieder im Bürgerkrieg miteinander zu landen. Das ist Thukydides Analyse, es ist eine naturale Analyse, das heißt, er glaubt, dass da eine Art Naturgesetz am Werk ist und dass es sozusagen eine natürliche Tendenz von menschlichen Großgesellschaften gibt, irgendwann zu zerfallen und sich gegenseitig zu zerfleischen. Und das ist also eine unglaublich pessimistische Theorie. Thukydides ist sozusagen der Pessimist unter den politischen Theoretikern des Abendlandes. Mir persönlich ist keine noch schlimmere Theorie bekannt. Selbst alle Antworten darauf, also sowas wie Platon und auch Thomas Hobbes, der prägende politische Philosoph der Neuzeit, ist dem gegenüber ein Hardcore-Optimist. Ja? Also alle anderen Theorien danach kamen, waren optimistischer. Ich persönlich finde zum Beispiel, dass selbst Nietzsche eine optimistischere politische Theorie hat als Thukydides. Ne? Thukydides ist eigentlich für die politischen Denker des Abendlands wie so eine Art Messstein oder Wetzstein, oder es ist sozusagen das geworden, woran die sich gerieben haben und ihre politischen Theorien entwickelt haben, und zwar sehr, sehr unterschiedliche, aber man kann sehen, dass alle eigentlich auf Thukydides und seine Verfallstheorie, seine naturale Verfallstheorie antworten. Also sozusagen dreiste wieder dreiste Behauptung. Alle Polittheoretiker, alle politischen Philosophen, die wirklich Ahnung haben von politischer Theorie, das ist jetzt mein rein persönliches Geschmacksurteil oder Werturteil, beziehen sich auf Thukydides. Ja, also es gibt sozusagen keinen Denker von Rang, der nicht von Thukydides her denkt und auf Thukydides antwortet. Und da kann man dann eben sehen, dass er sagt, solange Rhetorik letztlich das ist, was Gesellschaften zusammenhält und eben nicht was anderes, haben wir alle ein Problem. Warum? Weil der Thukydides die athenische Demokratie noch erlebt hat, als sie noch im Schwange war. Und die athenische Demokratie hat zwar wirklich vieles richtig gemacht, ich würde sogar sagen, vieles besser gemacht, als wir es heute machen. Also sie waren in ganz bestimmten Punkten fortschrittlicher, als wir heute sind, in ihrer politischen Entwicklung weiter, als wir heute sind, in ihrer Demokratisierung weiter, als wir heute sind. Wie gesagt, in ganz bestimmten Punkten, in anderen überhaupt gar nicht. Aber was sie immer noch hatten als Teil ihrer Demokratie war, weil sie diese großen Volksversammlungen hatten, teilweise mit 6.000 und manchmal sogar mehr Teilnehmern, dass die Rhetorik eine Riesenrolle spielte darin, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und da können wir sehen, wenn wir Thukydides ernst nehmen, nicht weil wir seine politische Theorie teilen, sondern weil wir verstehen, was das Problem ist, was er gesehen hat. Nicht die Antwort, sondern nur seine Problemanalyse. Dass wir ein riesiges Problem haben, wenn wir versuchen, über Rhetorik Politik zu machen. Also wenn das, was den Laden zusammenhält, solche Reden sind, wie was weiß ich, von einem Steinmeier oder einer Merkel, haben wir ein riesiges Problem in der Gesellschaft. Und das kann man wissen, wenn man verstanden hat, was Thukydides sagt. Weil dann wissen wir, dass wir was anderes brauchen. Also meine persönliche Analyse, ich habe wie alle, die sich über sowas Gedanken machen, halt auch natürlich meinen persönlichen Reim, den ich mache, weil ich bin kein Pessimist, ich bin also ein kreuzoptimistischer Typ, ganz gegen meine persönliche Neigung. Also als Mensch bin ich einer der negativsten Menschen, die ich selber kenne, sogar in meinem verrückten Umfeld.
Bin ich also kein, wie soll man sagen, Glückskind, was freudestrahlend rumläuft. Ich kämpfe mit einer chronifizierten Depression, kurz gesagt, seit wahrscheinlich meinem dritten Lebensjahr. Aber politisch bin ich absoluter Optimist. Wahrscheinlich bedingt sich das auch irgendwie gegenseitig. Und also meine persönliche Antwort ist, dass das, was die athenische Demokratie richtig gemacht hatte, einfach ausgeweitet und vertieft werden muss. Und das kann man in die Formel fassen: Beziehung statt Rhetorik. Also das, was Großgesellschaften zusammenhalten kann, ist, weil wir suchen ja immer nach diesem magischen Mittel. Was hält die Gesellschaft im Innersten zusammen? Was stiftet den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und da gibt es also mehrere Kandidaten. Ich kann also vier Grundoptionen aufzählen, die in der abendländischen Geschichte nicht nur, ich würde sagen, nicht nur durchdacht wurden, sondern auch institutionell umgesetzt wurden. Und diese vier Lösungen sind Rhetorik, also Rhetorik als Bindemittel, ja, wo da müssten wir alle das Gleiche denken und das Gleiche reden, ja. Das ist problematisch, da brauchst du dann immer diese genialen Rhetoren und die stehen halt nicht immer zur Verfügung. Also Teil von Thukydides' Analyse ist, die wachsen nicht auf den Bäumen, die kann man nicht züchten, die sind also da oder nicht. Und wenn du nicht da, wenn die zufällig gerade nicht da sind, dann hast du ein Problem als Gesellschaft. Das ist also die erste Antwort. Rhetorik ist das, was menschliche Großgesellschaften zusammenhalten kann. Möglichkeit Nummer zwei ist, das ist die platonische Lösung. Das ist, wir züchten erleuchtete Menschen, sogenannte Philosophen. Ja, wir züchten die und die müssen dann Herrscher werfen. Die berühmte Philosophenherrschaft. Das ist immer noch heute im Schwange. Also Leute wie Jason Brennan oder Leute, die also so einen Akademismus oder Elitismus oder Epistokratismus wollen, die sind alles im Grunde politisch gesehen Platoniker, weil die sind der Meinung, man kann also durch Bildung Menschen so irgendwie herstellen, ja, in eine Form bringen, dass sie dann geeignete gute Herrscher werden, dass sie dann zu guten Königen werden. Das ist die platonische Lösung. Also sozusagen, man könnte sagen, Lösung Nummer zwei ist Bildung plus Herrschaft. Lösung Nummer drei ist nackte pure Gewalt. Das ist Thomas Hobbes. Er sagt also Gesellschaftsvertrag, staatliches Gewaltmonopol, das befriedet die Gesellschaft. Das ist also, ich würde sagen, ein Rückfall hinter Platon. Also selbst Platons Idee war sozusagen noch ein bisschen besser als die von Hobbes, obwohl ich Teilzeit-Hobbesianer bin. Also ich teile auch ganz viel von Thomas Hobbes, aber politisch gesehen Katastrophe der Mann. Ja, hat aber die Neuzeit in ihrem politischen Grundverständnis wirklich, wirklich geprägt. Das sehen wir bei John Locke, das sehen wir bei Rousseau, das sehen wir bei Kant. Das hatte einen richtigen Wumms bis zum heutigen Tag, was der Thomas Hobbes da im Leviathan geschrieben hat. Das ist Lösung Nummer drei, also nackte pure Gewalt, staatliches Gewaltmonopol. Man zwingt die Menschen zu ihrem Glück. Ja. Das ist aber auch eine sehr verzweifelte Position, die eigentlich sagt, alles ist besser als Bürgerkrieg. Also bevor wir Bürgerkrieg geben, haben wir lieber eine Diktatur. Kurz gesagt, das ist das, was der Thomas Hobbes sagt. Lösung Nummer vier, und das wäre also das, wo ich sagen würde, das sollten wir nochmal vielleicht drüber nachdenken, ist halt Beziehung. Und dann müssen wir aber sagen, dass da ja die athenische Demokratie gescheitert ist, das ist ein objektives historisches Fakt, sie ist gescheitert. Ich meine, sie hatte keinen Bestand. Sie hat zwar den Peloponnesischen Krieg noch eine Zeit lang überdauert, aber sie hat keine politische Bedeutung danach mehr gehabt. Und nach knapp 150 Jahren war es dann eben auch mit der Demokratie auch institutionell in Athen endgültig vorbei. Das ist also, sind alles Fakten, historische Fakten. So. Also Fakt ist, sie hat nicht überlebt und das stellt ja, wenn wir glauben, die athenische Demokratie hat einiges richtig gemacht, dann ist ja die Frage, was hat sie falsch gemacht? Weil wenn sie alles richtig gemacht hätte, hätte sich die Demokratie von dort aus ausgebreitet und wir hätten also die 2200 Jahre Demokratielücke nicht nie gehabt im Abendland. Haben wir aber gehabt. Und also muss irgendwas falsch gelaufen sein. Und nach meiner Analyse ist das Kernproblem gewesen, also ich finde noch andere tiefgehende Probleme in der athenischen Demokratie, aber das Kernproblem ist gewesen, dass Rhetorik immer noch eine viel zu große Rolle gespielt hat. Also dieser geniale Rhetor. Also das heißt, in Teilen teile ich Thukydides' höchst pessimistische Analyse der Situation. Und das bedeutet, dass wir heute ein riesen, riesen, riesen Problem haben, weil wir versuchen schon wieder das Gleiche. Also hart gesagt haben wir aus dem Scheitern der athenischen Demokratie bis auf den heutigen Tag nichts gelernt. Wir machen heute genau die gleichen Fehler wieder, indem wir nicht konsequent auf eine Beziehungsdemokratie setzen, in denen beständig alle Bürger als Bürger sich immer wieder begegnen, wo also das Wort Forum oder das Wort Agora eine greifbare, haptische, erlebbare Bedeutung für uns alle bekommt. Im Sinne von, wir begegnen einander als Bürger tatsächlich, real, in real life, immer wieder und können dort eine Beziehung aufbauen, die keine, eben keine private Beziehung ist. Ich meine, davon haben wir genügend in unserem Leben. Ja, wir haben Nachbarschaftsbeziehungen, wir haben berufliche Beziehungen, wir haben Hobbys, wir haben familiäre Beziehungen, wir haben Freundschaften, wir haben alles Mögliche. Aber was wir nicht haben, ist die politische Beziehung, die Beziehung der Bürger zueinander als Bürger.
Und die brauchen wir, und die brauchen wir also sozusagen noch konsequenter institutionalisiert, als das die athenische Demokratie geschafft hat. Ja? Und das heißt, Gott sei Dank, wir sind so viele, dass wir nicht auf diese fatale Idee kommen können, eine Volksversammlung einzuberufen, wo dann wieder große Rhetoren, große Reden schwingen. Das funktioniert nicht. Sondern wir haben halt was erfunden in der Neuzeit, was wahrscheinlich besser ist als das, was die athenische Demokratie gemacht hat, nämlich eben diese Kleingruppendiskussionen in gelosten Bürgerversammlungen. Also dass die Menschen in einem kleineren Maßstab zusammenkommen und dort den politischen Austausch haben, weil in diesen kleinen Gruppen Rhetorik keine so große Rolle spielt. Also Menschen, die sich mit der Sprache leicht tun, die andere Menschen in Grund und Boden reden können, werden auf diesen gelosten Bürgerversammlungen nach kurzer Zeit stiller. Und die Leute, die sonst nie den Mund aufmachen, werden sehr viel redseliger, sehr viel offener, sehr viel bestimmender, auch sehr viel dominanter. Also es gleicht sich aus. Man könnte fast von einem osmotischen Druckausgleich der Rhetorik reden, was dort passiert, auf modernen, neuzeitlichen, gelosten Bürgerversammlungen, also wie wir die heutzutage machen, anders eben als in Athen, damals in der Antike. Und das kann uns sehr viel Hoffnung machen, weil das ist ein sehr gutes Zeichen, dass diese vierte Lösung, also weder der Philosophenherrscher, noch die Verfallstheorie, noch die, irgendwie der Staat, ja, noch das, die Lösung mit der Rhetorik, dass das also wirklich funktionieren könnte. Ja, dass wir also mit einer Beziehungsdemokratie, dass wir die A heute, dass die heute möglich ist und dass sie also wir den Kitt der Gesellschaft kontinuierlich erneuern und wieder, immer wieder neu aufspachteln, damit es uns die Gesellschaft nicht zerschießt, damit wir nicht alle auseinanderdriften, ja, dass wir nicht alle in unseren verschiedenen kleinen Milieus hocken und uns nicht mehr wirklich was zu sagen haben, weil wir uns halt nicht begegnen, kurz gesagt, ja, weil wir keinerlei Beziehung zueinander haben. Und eine Gesellschaft, wir sind Beziehungswesen als Menschen, also so viel ist mittlerweile anthropologisch klar, ja, alle moderne Forschung, die sich nochmal anguckt, wie sieht das mit den Menschen aus, die also eher auch fast biologistisch drüber guckt, was ist denn der Mensch für ein Wesen, ja, was für eine Spezies sind wir, kommen zu dem gleichen Schluss, wir sind also Beziehungswesen durch und durch und durch und wir sind aber Kleingruppenwesen gleichzeitig, also wir sind Beziehungswesen und Kleingruppenwesen, was brauchen wir also, um Zusammenhalt zu stiften in einer halb anonymen Großgesellschaft, wir brauchen künstlich hergestellt diese bürgerschaftliche Beziehung zueinander, wo wir aber unsere natürliche Beziehungsfähigkeit als Menschen sozusagen offensiv ausnutzen und uns in Beziehung bringen, wo wir vorher nicht in Beziehung sind. Und das ist also die Lösung auf das thukydideische Problem, das mir vorschwebt, warum ich Hoffnung habe. Ich glaube, dass das machbar ist. Ich glaube, dass es aus dem Stand machbar ist. Und ich glaube, dass wir danach eine völlig andere Gesellschaft erleben werden. Natürlich nicht eine problemfreie Gesellschaft, natürlich kein Paradies auf Erden, das ist eh klar. Aber wir werden eine wirklich, ich glaube, einen ge positiven gesellschaftlichen Klimawandel erleben. Eine völlig andere politische Kultur, ein völlig anderes Miteinander, wo wir immer noch tausend Probleme und Missverständnisse miteinander haben, aber wo wir uns denen zuwenden und die kontinuierlich gemeinsam wegarbeiten, wo und immer, wo auch immer, wie auch immer und zwischen wem auch immer sie gerade zufällig auftreten. Das ist also sozusagen eine permanente Arbeit, die Gesellschaft leisten muss, dass sie sich begegnet auf der politischen Ebene. Und mit Begegnung, das meine ich tatsächlich buchstäblich, also im Wortsinne. Buchstäbliche Begegnung, physisch in einem Raum kommen wir zusammen, immer wieder aufs Neue und zwar quer durch alle unsere gesellschaftlichen Milieus hinweg, weil wir sonst zerschießt es die, sonst ist die Zentrifugalkraft viel, viel zu groß in so einer hochdifferenzierten Gesellschaft wie der unseren. Da werden wir nie wieder zusammenfinden, wenn wir das nicht machen. Also sozusagen, die gesellschaftliche Differenzierung ist natürlich gut und sie ist notwendig. Also hier spricht ein Fan der liberalen Gesellschaft. Aber sie braucht als sozusagen Komplementärfaktor, als ausgleichenden Faktor die Begegnung durch alle Differenzierungen, durch alle Milieus hindurch. Ja, wir müssen alle immer wieder zusammenkommen, immer wieder neu, weil diese Zentrifugalkräfte einfach da sind. In einer differenzierenden Gesellschaft, in einer nicht gleichgeschalteten Gesellschaft brauchst du diese Begegnungsdemokratie. Gerade weil wir eine liberale Gesellschaft sind, brauchen wir die Demokratie. Es ist genau die liberale Gesellschaft, die diesen Begegnungsdemokratiebedarf hervorbringt, weil wenn du keine Begegnungsdemokratie machst, wir werden uns einfach nicht mehr verstehen miteinander. Ja, wir werden nicht mehr zusammenkommen. Und wenn Menschen nicht zusammenkommen, dann kriegen sie Angst voreinander. Und wenn sie Angst voreinander kriegen, dann fangen sie an, misstrauisch zu werden. Und wenn sie misstrauisch werden, fangen sie an, sich zu wappnen. Und wenn sie anfangen, sich zu wappnen, werden sie beobachten, dass die anderen sich wappnen. Und dann kommen wir genau in diesen hobbesianischen Krieg aller gegen alle. Den Bellum Omnium contra Omnes, den der Hobbes so schön analysiert hat, auch wenn seine Lösung so wahnsinnig gaga ist. Aber die Analyse ist ja schwer von der Hand zu weisen. Und das sind also keine Geschichten von anno dazumals vor 2500 Jahren. Das sind auch keine Geschichten von anno dazumals. Also Hobbes ist 1651 erschienen, der Leviathan, von vor über 350 Jahren. Das sind
hochaktuelle Geschichten, die bis auf den heutigen Tag ihre Gültigkeit haben. Ich meine, Philosophen haben immer den Anspruch, allgemeingültige Wahrheiten zu finden, also Dinge, die jenseits von hier und heute immer wahr sind. Das ist so der Philosophenfokus. Der ist natürlich ein bisschen verrückt. Wahrscheinlich gibt es das nicht wirklich, aber das ist zumindest das, was Philosophen versuchen. Und manchmal sind sie überraschend erfolgreich. Manchmal finden sie Muster, wo wir tatsächlich in der einen Zeit und in der anderen Zeit und in der einen Gesellschaft und in der anderen Gesellschaft drüber gucken und wir sehen, dass die gleiche Grundmechanik überall am Werk ist. Und das kann man tatsächlich zum Bellum Omnium contra Omnes sagen. Das ist ein Universalphänomen, was der Hobbes gefunden hat und im 13. Kapitel des Leviathans beschrieben hat. Und was war Hobbes? Hobbes war ein Thukydides-Übersetzer. Zufall? Wahrscheinlich nicht. So, also, liebe, liebe Leute, kauft euch der Peloponnesische Krieg, lest euch nochmal diese Gefallenenrede durch vom Perikles. Das ist natürlich eine Idealisierung. Ich werde auch gleich einen Artikel verlinken hier von mir, wo Teile, Auszüge enthalten sind. Da kann man sich das nochmal anschauen. Und ja, macht euch euren eigenen Reim drauf. Also was ich hier aufgezählt habe im Video, diese komischen Lösungen, auf die Philosophen gekommen sind, das ist ja wahrscheinlich nur ein Teil der Möglichkeiten, auf die man kommen kann. Ja, ich bin natürlich Überzeugungstäter, ich bin total überzeugt von dieser Beziehungsdemokratie, vielleicht gibt es aber noch bessere Lösungen. Aber das Problem sollte man halt verstehen. Bevor man Lösungen findet, sollte man erstmal verstanden haben, was ist denn das Problem der Politik? Warum gibt es Politik? Worauf antwortet Politik? Warum braucht es überhaupt Politik? Und all diese komischen Leute, die ich aufgezählt habe Thukydides, Platon, Hobbes, haben wenigstens das Problem verstanden. Auch wenn ihre Lösungen wenig überzeugend sind, das Problem haben sie verstanden. Und ich glaube, dass es sehr schwer ist, gute Lösungen zu finden, wenn man also am Problem vorbeidenkt, völlig vorbeidenkt, wenn man es nicht mal vor Augen hat. Da tun sich manche Menschen übrigens leichter als andere. Also ein Grund, warum mir das zum Beispiel so ins Auge springt, ist mein komischer Migrationshintergrund. Ne? Also ich habe einen irakisch-kurdischen Vater, ich habe eine bosnisch-serbische Halbschwester. Da hat man dann sozusagen indirekt einiges erlebt, was Menschen antun. Unter bestimmten einander antun, unter bestimmten Bedingungen. Und also ich habe heute zum Beispiel ein Telefonat mit meiner Schwester gehabt, was die für Gedanken hat, sind nochmal ganz andere als meine zu dem momentan. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das hier wiedergeben darf, aber da niemand weiß, wer meine Halbschwester ist, wir haben völlig andere Namen, ist es so, dass ich vielleicht so viel sagen kann, ihre Gedanken oder ihr Schmerz an dem, was momentan passiert, ist einfach die totale Ungleichbehandlung menschlicher Leben, die also die ganze Zeit da ist, die aber jetzt nochmal viel, viel sichtbarer ist. Und sie macht sich große Sorgen über das Entstehen einer Diktatur, einer Quasi-Diktatur über die Corona-Krise. Das sind ihre Sorgen. Und ich muss dazu sagen, ich halte zum Beispiel meine Schwester für den Schlaueren von uns beiden. Ja, also wenn ich tippen müsste, wer ist der schlauere Mensch, dann ist meine Schwester schlauer als ich. So, also das nur mal so als Randbedingung. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in Europa, ich meine, ich bin auch hier geboren, ich bin gebürtiger Münchner, dass wir halt in einer absoluten Bubble leben und das also sehr, sehr interessant auch für uns wäre, was Menschen außerhalb Europas und auch außerhalb Amerikas und außerhalb Australiens und außerhalb der weißen Schicht in Südafrika, was diese Menschen zu sagen haben, die also kein Teil dieser westlichen Weltbubble sind, zum Problem des Thukydides. Das würde mich zum Beispiel brennend interessieren. Das Problem ist, ich komme mit diesen Menschen nur sehr schwer in Kontakt und schon gar nicht in politisches Gespräch. Also manchmal habe ich so Ansätze davon. Aber es ist sehr schwer. Und das heißt letztlich, wir brauchen diese gelosten Bürgerräte auf globaler Ebene. Wir brauchen sie auf der gesamten Welt, um miteinander ins Gespräch zu kommen als Menschheit. Die Weltgesellschaft braucht tatsächlich das Weltbürgertum. Und Weltbürgertum heißt Begegnungsdemokratie. Wir brauchen auch auf globaler Ebene Begegnungsdemokratie. Ansonsten werden wir in unserer Bubble weiterschwimmen und wir werden nicht mitkriegen, wie es anderen Menschen geht und was andere Menschen über die Situation denken, obwohl das für uns Folgen hat, wie es anderen Menschen geht und was sie darüber denken. Ich meine, der Mensch ist ein expansives Wesen, ja, immer gewesen, unweigerlich, dagegen können wir gar nichts machen. Das heißt, auf einer kleinen, begrenzten Welt wie der Erde. Also wenn man nicht jetzt Fantasien entwickelt, wir entkommen ins Weltall und gehen durch ein Wurmloch oder so. Also wenn wir mal davon ausgehen, wir sind an die Erde gefesselt, dafür spricht einiges physikalisch, dann sind wir in einem kleinen geschlossenen System, in dem wir miteinander auskommen müssen und in dem es uns nicht egal sein kann, was irgendein Mensch, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwas, in Chile oder in Mosambik oder in Pakistan
oder in Indonesien, was der denkt und wie es dem geht, das ist nicht egal für uns. Ob wir wollen oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht, ist es nicht egal. Und wenn es nicht egal ist, sollten wir uns vielleicht begegnen und mal darüber reden. Kleiner Vorschlag. So, wenn wir es nicht machen, haben wir ein riesen, riesen, riesen Problem. Sag nicht ich, das sagt Thukydides. Also abendländisches Urgestein. Auf diesen Steinen wurde das Abendland erbaut. Auf diesen Trümmern. Also wer Thukydides nicht kennt. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, Politik zu verstehen, ohne Thukydides zu kennen. Ich war zum Beispiel, also wenn ich eh schon am Salbadern bin, wirklich entsetzt. Also ich habe ein Jahr lang den Leviathan studiert von Thomas Hobbes. Ich hab den Luxus bekommen, geschenkt bekommen, dass ich ein Jahr meines Lebens investieren durfte in reines Hobbes-Studium. Nichts anderes habe ich gemacht in der Zeit. Nicht sehr viel anderes. Ich war sehr entsetzt, als ich dann Niklas Luhmanns Politik der Gesellschaft gelesen habe. Und soweit ich das sehe, er eine hobbesianische Politiktheorie hat. Ja, also ich habe Dinge wiedererkannt, die kenne ich von Thomas Hobbes her. Und das bei Niklas Luhmann. Also mich hat das entsetzt, ich habe das nicht erwartet. Bei dem Godfather of System Theory. Und einem wirklichen Mega-Brain. Ja, also bei allem, was man ja so gegen Luhmann sagen kann, und ich habe ganz viel gegen Luhmann zu sagen, was man nicht sagen kann, ist, dass der Mann kein Mega-Brain war. Das war einer der schlauesten, intelligentesten, komplexesten Denker, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ja, also an Intelligenz hat es dem Typen nicht gemangelt. So, das nur hingestellt und der Mann hat im Grunde eine hobbesianische Politiktheorie. Ich habe das nicht erwartet, ich war also überrascht. Und also wer glaubt, dass Thukydides keine Rolle spielt, lest es vielleicht und überprüft es selbst, ob das Unsinn ist, was ich hier erzähle. Ich wünsche euch was und lasst uns unsere Gesellschaft auf Beziehung aufbauen und nicht auf Rhetorik. Das wäre mein pragmatischer, wie ich finde, sehr pragmatischer, ultrapragmatischer Vorschlag. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.